zwar sowieso wisst, aber nie sagen dürft, das ist ja der Mist. Aber als Stadtsprecher habe ich keinen Chef, der mich kann rausschmeißen. Also kann ich ganz getrost meine Schnauze aufreißen und rausrufen, dass mir die ganze Schose hier steht. Dass meine Steuern für den Arsch sind, dass es Regierungspferd hinkt und dass der Chef noch viel schlimmer ist als selbst die härteste Grippe. Probiert ihr das mal. Aber verseucht euch lieber vorher eine Brücke. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen mehr also. Bald haben wir 70 Jahre Stadtrecht. Und so wie die uns verwalten, können wir stolz sein, Freunde. Wir haben durchgehalten. Vom starken August haben wir gezittert, vor Hitler gebebt. Ulbricht und Honecker haben wir, keiner weiß wie, überlebt. Und nu will der Herr Minister auch noch unser Feiertagsgeld abzocke. Das Knallhorn hat doch wohl ein Ding an der Glocke. Und sollten wir selbst alle im Pflegeheim versauern. Wir als Nitzer werden auch Weigel und Kohl überdauern. Und dann treffen wir uns alle bei mir an der Brück und denken beim Wermut, voll Schwermut, an Fasching zurück. Und das ist echt wahr, sag und schreib 775 Jahre. Und was waren das für Jahre? Was können wir bekunden? Hier entstanden Kultur und Sexshop und sind wieder verschwunden. Hier stieß man auf Kohle vor 150 Jahren und hat schwer dafür geschuftet, bis der Hennecke kam, um dank Hilfe von oben der Norm was zu husten, was dazu führte, dass die Bergleit noch mehr rammeln mussten. Hier in Oelsnitz gab's Rekorde, wie die unsere Hauptstraße, die war. Für deren Erneuerung brauchten die nimmer 5 Jahre. Und geht das in dem Tempo hier weiter so, hat Maibrücke in 20 Jahren vielleicht auch Messniveau. Unser Bergmannsbrunnen, der ja nun wirklich schon alt, lacht zig Jahre als umstrittener Steinhaufen im Wald. Jetzt steht er wieder und steht schon fast 3 Jahre unserem Dorst, eine neue Kultur im sterbenden Forst. Aber sind wir mal ehrlich, oder wollen's wenigstens versuchen. Wir hatten nie bloß Erfolge zu verbuchen. Denn wenn man sich zum Beispiel das Gelände an der Freilichtbühne ansieht, da könnte man denken, auch Oelsnitz hat ein atomtes Gebiet. Seit 3 Jahren haben wir Devisen, die wir uns immer schon wünschten, jetzt sogar doppelt. Die im Geldsack und Devisen in München. Aber was soll ich in München, wo sich jetzt eh jeder hintrollt? Die Brücken bei denen, die sind auch nie aus Gold.
bezahlen. Das haben sie uns auch nie gesagt vor der Wahl. Und weil sie denken, wir merken es nie bei all unserem Gestöhn, tun sie sich gleich noch ein bisschen die Diäten erhöhen, damit es uns Kleinen noch dreckiger geht. Die haben Mund noch voll Lügen. Es ist kein Wunder, dass sie keiner versteht. Hör ich Politiker reden, dann denk ich nach fein. Was diese Hände schaffen, reißen die doch mit dem Arsch wieder ein. Dazu Arbeitslosigkeit, hohe Steuern und der ganze bürokratische Scheiß, also für das bisschen Freiheit war es ein verdammt hoher Preis. Und hat Bonn dann endgültig alles verpatzt. Seid willkommen unter der Brücke. Für euch hab ich immer einen Platz. Letztens fuhr mein Kumpel mit dem Auto, da hielten die Bullen ihn an und es hieß, was? Nicht getrunken, willst du die DDR wieder haben? Denn mit 08 oder mehr im Blut, da lässt sich's leben. Nach dem Motto, tragt mich ins Auto, Jungs, ich fahr euch hin. Und nächstes Jahr können wir vielleicht nimmer das Benzin mehr bezahlen. Weil das Geld brauchen andere für ihre sinnlosen Wahlen. Und in Bonn interessiert keinen, wo du es fressen hernimmst für morgen. Aber Stahlhelme blau anmalen, wir haben ja sonst keine Sorgen. Und wenn es uns erst gelungen ist, den Mars zu ergründen, dann werden vielleicht auch irgendwann mal die Plumpsklos verschwinden. Aber das interessiert nun mich wieder nicht zum Glücke, denn was soll ich mit dem Wasserklo über meine Brücke? So, ihr Narren, für heute Schluss mit dem Mist. Heute wird gefeiert, aber mir bleibt Optimist. Zum Schluss will ich euch jetzt noch ein paar Worte mitgeben. Ihr seid jetzt tilt-slimfiliert und habt euch auch so zu benehmen. Also hier jetzt ein paar Regeln, die bläue ich euch noch ein. Erstens, hier wird nicht gesoffen. Wir fallen dem Trunke anheim. Zweitens, wer Speisen verzehrt oder notfalls noch gegessen und nie wie früher mal fix ein Wurstbrudel gefressen. Und noch eins, der Partner wird ab heute beglückt. Und nie wie zu DDR-Zeiten quer durchs Clubhaus gerammelt. Und nun auf, Freunde, ins 31. Jahr OCV. Viel Spaß wünsche ich euch. Es ist's! Ja, liebe Freunde, das war er, beziehungsweise das ist er auch noch. Unser Manfred Trinkfest, alias Kai Powerkorn. Weißt du eigentlich, wieso der Papst beim Verlassen des KDW in West-Berlin einen Blumenstrauß erhalten hat? Nee. Nein, das weißt du nicht, das sage ich dir jetzt. Es war der erste Pole, der dort nichts geklaut hat. Nein.